Tja, dann gucken wir mal, wo will die Pelika denn hin? Oh, eine Höhle mitten im Dorf? So, hier bist du also, Pelika. Warum hast du... Was ist denn los? Ist dort etwas? Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Max, Pelikas Vater, seine Aufgabe war es, für einen Schrein zu sorgen. Dies muss der Ort sein. Was ist das hier? Hier steht etwas geschrieben. Bali, sieh dir das einmal an. Diese Schrift, sie sagt, mein Freund und ich versiegeln unsere Gedanken hier. Wir bedauern zutiefst, dass wir sie nicht vereinen konnten. Han Genkaru. Dieser Genkaru, ob es wohl Meister Genkaru ist? Was soll das bedeuten? Wow, was jetzt los? Was ist denn dies? Wo sind wir hier? Im Inneren des Schreins? Aber warum sind wir drin? Was ist hier los? Was geschieht mit uns? Und wer ist diese Person? Die Legnat. Ihr, der den Pfad des Schicksals folgt. Ihr verkündet den, der den Sternen des Schicksals befiehlt. Geht vorwärts, um euer Schicksal zu wählen. Müsst ihr sie erringen. Was? Wer ist das? Was? Was war das denn? Wir sollen vorwärts gehen? Was ist jetzt mit der Musik? Wieso ist die Musik weg? Das ist doch nicht euer Ernst jetzt, oder? Hallo, Musik? Ah. Puh, ich dachte schon. Macht? Suche ich nach Macht? Wer bist du? Ich bin Joy. Ah, da war, wo Bali und Joy und Nanami noch klein waren. Seit dem ersten Tag, als ich dich sah. Ja. Ein adoptiertes Kind, der Sohn eines Feiglings. Das Dojo deines Vaters ist ein Müllhaufen. Komm nicht hierher, Bali. Wir werden vielleicht von deiner Feigheit angesteckt. Ey, so fies, ey. Hör auf. Wenn du Bali verhöhnen willst, nimm es mit mir auf. Oder auch nicht. Red dir nicht so großspurig daher. Adoptierter Sohn eines Feiglings und verwöhntes Söhnchen. Ha ha ha. Und wieder einmal Nanami. Hey, warte, ihr kleinen Scheißkerle. Sau geil. Alles in Ordnung, Bali? So geil, die Nanami, immer wieder. Ich wusste irgendwie, dass wir Freunde werden.
Ja, was gibt's da zu sehen? Bist du viel zu klein, schnell, meine Hände ermüden. Nur noch ein bisschen. Kannst du sie sehen? Ist sie nicht hübsch? Wer? Beeil dich. Nur noch etwas. Die zwei werden noch nicht etwa über die Mauer spannen? Diese Jugend ist doch nicht wahr, oder? Hey, was macht ihr dort oben? Erwischt. Hauen wir ab. Ich war niemals einsam, weil du da warst. Okay, gut. Denk daran, es ist ein Geheimnis. Okay. Nicht schon wieder. Hey, was macht ihr denn? Los, erzählt es mir. Nun, weißt du? Hey, du darfst es nicht erzählen. Was? Ach was, es ist okay. Nein, es ist ein Geheimnis zwischen Jungen. Bams. Bäh. Ich fühlte, dass diese Tage nie enden würden. Ab heute seid ihr alle Mitglieder der einen Brigade der Königlichen Highland Armee. Tragt euren Kopf erhoben und seid stolz. Was guckt die so? Gibt's da was zu sehen? Wir gingen denselben Weg, weil... Wenn wir es schaffen oder irgendwie getrennt werden, kehren wir hierher zurück. So können wir wieder zusammenfinden. Versprich es mir. Bali. Vergiss es, wir schaffen es zusammen. Ja, das ist jetzt die Szene, wo wir ganz am Anfang die Antwort ausgewählt haben. Ja, genau. Und hier bastelt sich das jetzt so zusammen. Prima. Dann waren diese Bemerkungen mein Gebet, dass wir es zusammen schaffen. Ja, ich sage ja, viele Handlungen, Auswahlmöglichkeiten haben sehr viel Einfluss auf das Spiel. Bloß weiß ich nicht wirklich alle. Wir wählen Leben und Tod zusammen. Es hängt wieder, danke. Bali, wenn du hier bist, antworte mir. Bali, ich bin hier, Joey. Ich glaubte an dich. Immer. Bali, Joey, ob wir wohl jeweils hierher zurückkommen? Ja, ich glaube, da mussten wir auch irgendwas wählen. Genau. Und eines Tages kommen wir bestimmt zurück. Ja, so langsam fügt sich die Story hier, weil wir so viel teilten. Was war das denn? Eine Halluzination? Bali,
Hast du das auch gesehen? Was war das? Und jetzt kommt die Legnat wieder. Jawohl. Jetzt sagen wir uns mal, was das soll hier. Wo sind wir? Ihr jungen Gefolgsleute des Schicksals. Wir haben in eure Herzen geblickt und euren Charakter erkannt. Du bist der von vorhin. Wer bist du? Ich bin die Erbin der Torrune, die Hüterin des Tores zwischen den Welten. Diejenigen, die das große Schauspiel des Schicksals beobachtet. Hier beginnen wir, die Sterne der Vorsehung zu sammeln. Das Schicksal ist unbeständig. Wir können die Zukunft nicht sehen. Eine der 27 Warnruten hat euch erkannt. O Gefolgsleute der Vorsehung, der Weg ist nun für euch offen. Hat uns erkannt? War es das, warum wir die Vision hatten? Ja, die Rune hat euch erkannt. Die Rune des Anfangs, die hinter diesem Ort liegt und schläft, ist erforderlich, um eure Vorsehung zu erfüllen. Stellt euch vor die Runen und hebt eure rechte Hand. Wir geben euch die Kraft, das Schicksal zu verändern. Denkt und entscheidet dann. Macht garantiert euch keinen Frieden. Die Stürme des Schicksals bringen für viele Elend und Leid, und nur wenigen wird es gelingen, sie zu beruhigen, sobald sie beginnen. Wenn ihr diese Macht nicht haben wollt, kehrt jetzt wieder in die Außenwelt zurück. Macht? Rune? Die Kraft der 27 waren Runen? Was werden wir jetzt tun, Bali? Wir brauchen die Macht, wir brauchen sie nicht. Ich traue mich gar nicht zu drücken, was passiert, wenn ich sage, ich brauche die Macht nicht. Ich habe keine Ahnung, aber da wir ja ein bisschen voranschreiten wollen, da wir Macht brauchen, ja, Bali, sehen wir es uns einmal genau an. Ich möchte sehen, was für eine Art von Macht es ist. Bali, ich nehme die Höhle rechts. Du kannst nach links gehen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Sagt sie noch irgendwas? Die ihr die Macht sucht, geht beide auf euren vorgeschriebenen Platz, hebt eure rechte Hand. Okay, dann bin ich ja mal gespannt, was die gute Frau für uns hat. Oh, die von Joy sieht ja mal richtig geil aus. Dies ist es. Bali, kannst du mich hören? Bist du bereit? Hebe deine rechte Hand, hat sie gesagt. Okay. Es gibt Menschen, die ich beschützen möchte, und darum brauche ich die Macht. Möge die Macht mit euch sein. Junge Padawans. Wahaha. Nein, Scherz beiseite. Nun, ich habe Macht. Die Macht der Rune. Nun habe ich eine Chance. Okay, gehen wir zurück. Dann bin ich ja mal gespannt. Runen haben jetzt eine Rune. Ah, Bali hat die Hellschildrune, eine der 27. Wärmesegen, heilt 70 HP alle Verbündeten. Ui, saugeil. 130 Schaden an allen Feinden. Wow. Ja. Joey können wir noch nicht sehen. Müssen wir warten, bis er wieder in der Gruppe ist. Wir haben euch die Macht gegeben. Bali, du hast die Rune des hellen Schildes. Joey, du hast die Rune des schwarzen Schwertes.
Sie sind die beiden Seiten der Rune des Anfangs. Geht jetzt. Geht und schreibt euer eigenes Schicksal. Ey, ich will die Rune von Joey, die schaut viel schöner aus. Oh Mann, oh. Ja, au. Oh, was ist geschehen? Ein Traum? Ich glaube nicht, dass es ein Traum war. Bali, zeig mir deine rechte Hand. Es war also wirklich kein Traum. Bist du unverletzt, Meister Bali? Ja, mir ist nichts geschehen. Hallo, er hat nach Bali gefragt. Ich interessiere sich für dich jetzt, Joey. Uns geht es gut, Pelika. Nicht wahr, Bali? Gehen wir. Wir wissen nicht, wann die Highland-Armee hierher kommt. Und wir müssen weiter. Pelika. So, jetzt gucken wir doch mal. Runen. Joey, das schwarze Schwert. Blitzurteil. 120 Schaden an einen Feind. Blitzende Klinge. 100 Schaden an alle. Plötzlicher Tod zu 30%. Wow. Tja, Leute, ab jetzt geht das Spiel erst richtig los. Ab jetzt schreiben Bali und Joey ihr eigenes Schicksal. So, wohin jetzt? Ich glaube, als nächstes sollten wir nach Moose gehen, wurde uns gesagt. Na dann, vielleicht kommt jetzt ein Kampf. Dann können wir die Runen auch gleich mal austesten. Ah, genau, hier war die Raststelle zum Speichern. Aber vorher, genau. Einmal einen Kampf heilen wissen wir eigentlich nicht, aber wir testen einfach mal aus, nur dass ich euch was zeigen kann. Shiro angreifen, Rikimaru angreifen, Joey Rune. Blitzurteil. Angriff, 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 jawohl. Yeah, nice. Ah, das gefällt mir. Naja, aber macht gut Damage, würde ich mal sagen. Was? Bali, angreifen, angreifen, angreifen. Bei Joy probieren wir gleich nochmal die blitzende Klinge. Hoffen, dass jetzt nicht alle gleich sterben. Rums. Nicht töten. Jawohl, auf sie. Ja, das war doch. Wow, nice, nicht schlecht. Na, dann gehe ich aber mal speichern. Ich weiß gar nicht, wie lange ich nicht mehr gespeichert habe. Wann dieser Mann wohl endlich zurückkommt? Hallo, ich will speichern, verdammt! Nein! Welcher Mann denn? Ich will speichern, verdammt. Hier war doch aber auch irgendwas, glaube ich. Mano. Verdammt. Ich wollte speichern. Dammit. Na dann. Müssen wir wohl, weil ich glaube, da war nichts mehr, oder? Nein, da müssen wir wohl doch Richtung Moos.